Willkommen zurück zum Let's Play Reprobates Insel der Verdammten. So. Ich gehe jetzt einfach mal da runter. Ich mache jetzt einfach mal alles in der Abfolge, wie ich es eben gemacht habe. Was habe ich nur. Bla 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 bla. Es interessiert mich alles nicht mehr. Du kannst ruhig deine Arien wieder quatschen. Hey, sie sind bewusstlos. Bla 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 bla. Oh, du willst sie nicht anfassen? Ja, ist klar. So, zurück. Und ab zum Trailer. Muss ich mir mal ne. Ja, tu das. Ich bin ein bisschen genervt gerade, aber es geht halt nicht anders. Der Typ echt, geht echt gar nicht. So, Baustelle. Wo ist der Stiefel da? Zumindest einer davon. Immerhin. Halt die Klappe. So, das brechen wir natürlich auch ab hier. Hey, sieh da! Was? Ich brauche. Prima, dann sind wir ja schon. Sie auch? Mir geht's ab. Wie ist das denn passiert? Mensch. Ich fuhr direkt, riss ich das Steuer herum, schlitterte weiter und blieb hier. Oh, ich weiß nicht. Nun hören Sie mal. Ich bin dieses Arsch. Ich? Wieso? Ich bin hier nur zufällig vorbeigekommen. Ich möchte es alles abbrechen, bitte. Verarschen kann ich mich alleine. Ich. Ey, er reagiert halt nicht. So. Um Himmels Willen. Ich kapier's nicht. Ja, weil du ein Held bist, deshalb. So, nimm den Backstein. Was soll ich da? Schmeiß das Fenster ein, stelle fest, dass da keiner drin ist. Los! Schmeiß das bekackte Fenster ein. Der ist zu schwer. Los! Himmel. Aufmachen! Niemand drin. Es sei. Aufmachen! Los jetzt! Brett. Legt es das da drauf. Vielleicht muss ich ja vorher auch diese Backsteine da unter dem Trailer anklicken. Bla bla bla. Ich weiß nicht. Ja, wenn du das anheben würdest, schmeißt du es bitte jetzt das Fenster langsam mal ein oder geh da hoch. Das hatte ich eigentlich eben schon vor, aber nein, du bleibst ja unten stehen. Intelligenzbeule. Kannst du mir jetzt das Fenster einschmeißen? Na danke. So. Wenn jetzt nicht. Ich hab's. Ja, und jetzt gehst du bitte mal da hoch. Ist da jemand? Fantastisch. Was für ein Fürcht. Ja, es stinkt furchtbar. Bla 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 bla. Von diesem fürchterlichen Gestank. Gasleck, ganz toll. So, Tür aufmachen. So, ein Problem weniger. Sauber. Saubere Taschentücher, du überrascht, wir wissen alle Bescheid. So. Dann machen wir das Schränkchen auf, hol den Erste-Hilfe-Kasten raus. Ich hatte ja. Ja, ist ganz toll. Na, das ist doch. Kocher. Es muss hier. Geh da hin. Das Ding ist nur noch Schrott. Was bin ich? Ja, du bist ganz schlau. Messer. Scharf wie ein. Aufstemmen. Da ist sie ja. Jetzt ganz vorsichtig. Nur ein. Super. Hoffen wir mal, dass es noch nicht zu spät ist.
Ohne Mist. Das war eben eine Sache von Millisekunden, oder? Wegen deiner Quatscherei, Adam. Vollhorst. So, kann ich jetzt irgendwas machen? Nein. Wenn alles vorbei ist, mache ich mir eine schöne Hand. Schön stark. So, dann nimmst du hier den zweiten Stiefel und versorgst mal den Herzpatienten da drüben. Kann das sein, dass der jetzt ziemlich schnell irgendwie... Einer Dreck. Halt die Klappe, Winder. Geh da jetzt hin. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich werde das wohl jetzt überspringen, diese Wiederbelebung. Ihr habt ja eben gesehen, dass ich es kann. Wenn das Wasser... Quatsch nicht! Na, Fand, wie soll ich denn... Ja, jammer nicht rum. So. Hoffentlich ist... Überspringen, Steuerung und Ende. Okay. Ich verliere ihn. Steuerung, Ende. Er hat das geschafft. Ja, ganz toll. Ein Problem weniger. So. Hat zwar nicht wirklich. Ja, ja, ja. So, jetzt nehmen wir erstmal alles, was hier im Auto drin ist. Ihn für alles wunderbar, ganz, ganz toll. Bla 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 bla. Hör auf zu erzählen, wir kennen doch die ganzen Geschichten schon. So, hier kannst du jetzt den Schlüsselbund einsetzen. Ich ver. Er Pat. Werkzeuge. Die Zange ist ganz... Genau, was ich... So. Jetzt wechselst du das Isoliermaterial da drum. Schade, dass... Und kneifst das da durch. Und dann kümmern wir uns um den Brand. Gut gemacht. Und hier lang. So langsam kommen wir wieder in den Bereich, wo wir vorhin waren. Löschen. Der brennt noch eine Weile. Bla bla bla. So, jetzt kannst du das Auto da vorne mal näher untersuchen. Ich hoffe, du verreckst mir jetzt hier nicht. Achso, ich muss ja oben anfangen. Mach bitte schnell. Ist zwar kein... So, ich muss das hier auch rausnehmen. So, Stoßstange. Fantastisch. So. Jetzt guckst du da rein, stellst fest, dass er irgendein Medikament braucht. Es ist noch nicht zu spät. Na, ey. Ist hier noch irgendwas anderes? Nein. Gut, Adam, jetzt versorgen wir deine Wunden. Und ich hoffe, du machst es mir nicht unnötig schwer. Am besten wir speichern an dieser Stelle mal. Weil ich befürchte schon, dass er gleich abnippelt. Hier scheint ja irgendwie jeder Klick zu viel zu sein. Schild, Baustelle, Trailer. So.
Würdest du dann bitte mal die Taschentücher nass machen? Mach doch nicht, Alter. Ich dreh durch. Mach diesen blöde Erste-Hilfkasten jetzt auf. Ich dachte, was ist mit... Mach doch einfach... Zuerst muss ich die... Ja, will ich ja machen, aber du willst es ja nicht. Holzkopf. Mach doch dir einfach diese blöden Taschentücher nass. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Noch eins übrig. Och, Leute. Nur weil es noch eingepackt war. Denk doch einmal mit. So, versorge dich damit. Bla bla bla. Versorge dich damit, fertig. Sieht ziemlich böse aus. Ich habe die Wunde so gut es ging gesäubert, aber sie blutet immer noch. Natürlich blutet sie noch. So, jetzt versorgst du dich damit. Ich sag doch, da ist ein Spiegel drin. Alles wird gut. Das Schlimmste habe ich ja schon hinter mir. Ganz toll. Warum hast du dir keinen Verband dran gemacht? Verband? Alles wird gut. Okay, egal. So, der Typ da drinnen ist aus dem Schneider. Jetzt müssen wir uns nur noch um die beiden kümmern. Und um die Pfütze auf der Straße. Und ich hoffe, ich krieg das jetzt einigermaßen souverän hin. Wrackteile. Ja, das bringt mir alles nichts. Hat sich beim Unfall verknüpft. Ja, dann benutzt du irgendein Werkzeug, zum Beispiel das. Oder zum Beispiel das. Oder vielleicht auch das. Oder du benutzt das. Ich wusste, dass davon ein Item funktioniert. Mal sehen, was das Blech so aushält. Oh mein Gott. Na toll. Für einen Moment dachte ich, dass das verschwindet. Wo kommt das Blut her? Was zum Teufel ist hier los? Sieh das Hosenbein aus. Ich kann nicht einfach hier rumstehen und zusehen, wie sie ver... Du sollst ja auch nicht rumstehen und... Wenn es wäre, dann wäre sie in ein paar Sekunden... Mann, Bengel. Tu irgendwas. Was ist denn das? Starke Blutung? Was, ersticken? Wieso erstickt die? Ja, egal. Hosenbein auf. Och, Leute. Dann halt Verband. Ich habe nicht genug Verbandsmaterial, um so eine starke Blutung zu... Kannst du es beides kombinieren? Kannst du natürlich nicht. Du machst es mir schon wieder unnötig schwer. Ey, im Ernst. Ich rieche kein Benzin. Ja, du riechst kein Benzin, das ist ganz toll. Das können wir eigentlich mit der Radkappe machen. Hat keinen Zweck. Dieses Ding ist entweder zu verrostet oder... Du bist zu dämlich, würde ich sagen. Geht doch. Das war ja doch gar nicht so sch... Ja, ich sag doch die ganze Zeit, dass du dich dumm anstellst. So. Armes Mädchen. Es steht nicht sehr gut. Ihre Zunge ist nach hinten in den Rachen gerutscht und ich kriege sie nicht zu fassen. Sie rutscht mir immer weg. Was soll ich denn dagegen machen? Ja, rausschneiden wäre eine blöde Alternative, ne?
Ja, Was soll ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir machen dann im nächsten Part weiter. Also, bis gleich.